Gott, wenn ja. Wir, wie macht man das? Du musst auf Twitch, auf Amazon gehen, gucken, ob du Amazon Prime kostenlos hast und das dann mit Twitch verbinden. Dann kannst du einen kostenlosen Sub haben. Oh mein Gott. Und an wen geht dieser Sub von dir? Das geht jedenfalls, geht das Geld direkt von Jeff Bezos zu uns. Oh mein Gott. Da sage ich nicht nein. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Tufka. Was sie soll. Ja, ist gerade Loser Sammy, also nach dem Set nur noch zwei Sets. Und eventuell später noch andere Sachen. Oh mein Gott, die Shine-Up-Smash. Du wirst zu einem der vielen Sterne auf Front of Dreams. Aber manchmal ist Banane hot und ich glaube, er kann coole Sachen hier machen. Zum Beispiel Spot Dodge Down Smash. Einfach mit näher so runtergekommen. Ich vermisse halt diese Shield into Up Smash. Abi, die halt Banane immer gerne gemacht hat. Was? Die Baumwolle gar. Achso, ja, ja, das ist, damit hat er mich heute 100 Mal getroffen. Stimmt. Achso, der hat ja gegen mich Samus. Ja, der gemacht. Deswegen war das auch so knapp. Oh, schade, das hat beinahe noch ganz am Ende den Zeit hier geklappert. Okay, nice. Nein. Wie wenn die schlecht aus, das Banane da macht. Jawohl. Yes, das ist der. Nein, nicht in die Get Up Attack laufen. Schön. Jawohl. Setup. Ah, der Down Smash. Ich glaube, der Jab war zu viel. Direkt Down Smash und das Combo. Da war dein Abi. Du hast ihn verpasst. Oh, what? Was für ein Angle. Auf der Box auch noch. So knapp drüber geangelt. Ja, aber man benutzt meistens vier Engel bei der Box. Man benutzt meistens vier Engel zum Game Controller, außer man ist wirklich nicht so scheiße wie ich. Ja, die Box hat ja mehr, aber man benutzt eigentlich nicht alle. Aber das sah auf jeden Fall aus wie so schräg hoch. Also mehr schräg hoch ja, als einfach nur so ein Schlag. Nice aus. Oh mein Gott, die Rollback. Oh, das war schön. Der Sharkler hat mich getroffen. Banane? Hält das Ganze? Hält das Ganze? Als ich das sage, tötet ihn die hohe, aber dennoch tödliche Decke von Front of Dreams. Nice, okay, Tech Chat. Oh, das war sick, wenn es Absicht war. Ich glaube nicht. Nicht runtergehalten und deswegen nicht direkt in den Latch gekommen. Nice, die Grabus. Go down. Yes, covered die Side, die Winkel. Sehr schön. Und, Best of 5. Alter, aber es gab gerade richtig viele Rollbacks. Ja. Okay, Laster. Relativ even. Banane mit dem Zettel in der Luft. Schön, sauber. Abtilt. Es gibt wirklich viele Rollbacks bei uns. Schöne Fairs. Okay. What's happening? Okay. Abwehr. Oh, die Abwehr tötet. Bei wirklich, obwohl das ein Stage ist, die doch noch relativ hoch ist, crazy. Die Frage, wie lange es heute noch bei uns geht. Also, es geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber das hier, ich glaube, im Bracket haben wir noch hier nach Winners, also Grand Finals, oder nicht? Nee, das ist Losers Semis. Ja, aber haben wir nicht Winners schon gespielt? Ja, Losers Final und Grand Finals. Achso, ja, Losers Final, Grand Finals haben wir noch. Also noch ein bisschen. Und Leute spielen auch Liga. Ja. Möchtest du über die Liga sprechen? Ja, wir haben jetzt Matchmaking. Also wo man jede Woche sich hinzufügen kann und halt sozusagen Rank spielen kann. Das ist cool. Wie funktioniert das? Einfach bei der Smash die Webseite anmelden und dann einfach auf suchen. Legit für mich gefragt auch. Ja. Aber dankeschön. Und sich erstmal voranmelden. Cool. Bei Smash.de/Yedoletter. Das ist geil. Das läuft auch. Kann man sich auch, wenn man eigentlich da über Netplay treffen? Wahrscheinlich nicht. Nee, da muss halt immer ein Manager da, also ein Account Manager. Ja, und so um 3 Uhr nachts einfach sagen, hey, sag mal ein. Steh auf. Einfach Anruf, Terranruf machen. Nice. Schön. Oh, Banana, warum bist du so greedy? Und so cool. Let's go. Nice. Wieder das
derselbe Engel. Vielleicht ist das doch der Fünf-Witz-Garn-Engel, niemand weiß. Ah, der Schüttex ist. Ja, es gibt halt. Das ist einfach einer der Engel. Das ist richtig langweilig. Kann man jemanden? Oh, Dankeschön, Dankeschön. Den ersten Stock kriegen wir nach gerade mal 1 Minute 20. Das kann auch cool werden. Wann hatten wir das letzte Mal beim Jedo ein Timeout? Das ist schon eine Weile her. Okay. Also, man hat ja von sich selber sagt, dass er nicht mehr trainiert. Und deswegen, halte ich fest, spielt er jetzt Samus. Weil er meint, er hat. Da muss man nicht trainieren. Genau, er ist im Grind, ist er fertig und er lernt jetzt auch nichts mehr dazu. Also nicht jetzt mehr als er muss. Ja, bei Samus gibt es ja im Moment nichts dazu zu lernen. Was man ihm allerdings zugute rechnen muss, ist, dass seit er nicht mehr trainiert, richtig Oberarme bekommt, der Boy. Your Boy ist shredded. Ne, der, der muss halt auch seine Hand müssen trainieren, dass er auch eine Handpen gab. Beim Zocken. Okay, okay. Die Infos. Die Infos, sag ich. Und jetzt Samus, meinst du, hat die meisten Infos? Die wenigsten Infos? Nicht die meisten, das ist crazy. Oh, genau, so schwarz weg. Oh, let's go! Banane liegt vorne. Easy peasy für diese Banane. Oh mein Gott. Oh, let's go! Ah, schade. Aber jetzt die andere Down Smash. Man hatte noch die Hoffnung, dass er vielleicht den, die Ledge einfach halten kann. Jawohl! Nein, das ist er! Yes! Oh! Jawoll, jetzt einfach smart runterspielen. Das ist der schlechteste Grab aller Zeiten, aber schön, dass Smash die gut rausgekommen. Und trotz 165% lebt unser Freund, denn Traumland. Oh, Maxi, der Rage Quit. Das ist spannend. Gutes Match. Das ist spannend. Cool, danke. Nein, das ist wirklich spannend. Also eins. Pokéflow wird diskutiert, Gentleman's Agreement. Doch, Yoshis. Knapp. Okay, das ist natürlich ein Counterpick, wie die Götter ihn sich geschaffen haben. Oh mein Gott, Abi! Keine Kombos für dir. Nice. Komm, Banane ist hot. Die spielt wie eine so leicht ankaramellisierte, so, weißt du, so eine Banane vom Jahrmarkt. Richtig warm. Wie deine Hand. Du weißt schon, das ist so eine gebackene Banane mit so ein bisschen Salz. Die ist so eine Marmelade verarbeitet worden. Naja, nein, das ist die Marmelade. Das ist ja so metaphorische Marmelade. Es geht hauptsächlich um die Banane. Ich hatte mal die Theorie, dass Banane so. Come on, spiel richtig! Let's go! Nice, du bist ja, vorher vielleicht ein bisschen zu gefolgt und jetzt ein bisschen stuck im Shield. Aber, oh, da ist die Banane. Was kannst du daraus machen? Was machst du aus diesem Geschenk, das dir die Götter geben? Nice. Deswegen hat sich Maxi vorhin noch die Matchup-Notes Samus durchgelesen. Weil er wusste, Banane ist ein Trap. Oh. Okay, Apfel fängt nicht den Apfel diesmal. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob es Smash DI ist, aber es sieht gut aus, was er da macht. Ich will auch nicht so biased sein. Ich freue mich auch, wenn Maxi gut spielt. Ja, muss ja nicht. Ich will ein faires Match bleiben. Oh, die Apfel ist so neu! Jawohl, Spot Dash raus. Forward Dash vorwärts. Schön gecovert mit Down Smash. Let's grab, let's go. Und ein Stock vorne. Consistent von Banane. Coole Missile, so ganz knapp über die Stage. Oh. Steve und Maxi, okay, und wir sind wieder 3 Stock zu einem. Diesmal wird gespielt. Charge schon fragwürdig, aber das sagen wir nicht. Das Meme ist zu alt. Maxi ein bisschen stuck in seinem Movement. Die Missile covert immer richtig gut. Und da holt er sich das. Let's go! Banane! Hoch im Set! Das wäre, um nicht zu sagen, ein Upset. Freunde, jetzt merken wir, wem der Pressure zu viel wird und wer dafür geboren ist, der Upset-König zu sein. Back to Yoshi's Story, das ist offensichtlich die richtige Entscheidung, auch wenn es gerade nicht so knapp aussah, wie es hätte vielleicht sollen. Und du merkst direkt, Maxi ist on fire. Movement kommt, schöner Up-Tilt, fängt alle Optionen unter der Plattform. Und er hat sich, glaube ich, gerade ein bisschen ein Herz gefasst.
Banane kommt zurück. Gute Upsmash. Gute Foul, ja. Schön. Oh, okay, schön. Oh, Banane mit dem SD, das ist selten von Samus und das sind die Nerven zu 100%. Noch nie sind Samus da SD. In 20 Jahren ist Games noch nie passiert. Okay, aber nutzt die Zeit. Cool bleiben, ein bisschen runterkommen. Atmen nicht vergessen, das ist ein Problem, was ich immer habe. Kommt jetzt. Weißt du, dass Foxes sich fühlen, wenn sie den Forward Air auspacken? Schöner Forward Tilt, gutes Space. Ah, ärgerlich. Side B auf die Stage. Okay. Und jetzt läuft Maxi langsam mit dem Vorsprung davon. Das ist ein bisschen schade für Banane. Aber schön. Oh, der trifft nicht. Und das war auch zu früh. Okay. Boah, schöner Stage. Ja. Ich glaube, Banane muss sich einfach so ein bisschen wieder. Ja, er muss sich wieder ein bisschen zusammenreißen. Das sah gut aus. Und er lebt noch. Crazy. Gut, die Center Stage gekriegt. Crazy da einfach Forward Tilt sich zu trauen gegen den schnellsten Charakter im Game. Forward Tilt wirklich kein guter, also kein schneller Move. So. Schaut uns an Vorteil. Schaut uns an Vorteil. The Rocket. Oh, diesmal covert er richtig gut. Und das ist diesmal das allererste Mal in diesem Set der Full Clean Stock Lead für Maxi. Außer Game 1 vielleicht, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Bisschen Jimmy Junga an der Ledge. Pivot. Jetzt merkt man das. Oh, schön. Der Abi ist vielleicht genau der Swing, den er braucht. Jawohl. Ich glaube, Banane muss sich wieder ein bisschen mehr trauen. Er hat eben mit mehr Selbstbewusstsein gespielt. Oh, falsche Richtung, das ist okay. Man muss sich wieder so ein bisschen. Jawohl, genau. Einfach Run-Up-Grab. Cooler Down-Smash. Und Cover. Ah, leider Down-Air. Ein bisschen zu spät. Jawohl. Schön. Richtig schön. Und da muss er sein, der Punish, jawohl. Die Samo-Schelle. Ja, oh, Ledge Grab richtig geredet, aber nicht dran geglaubt, dass es die richtige Option ist. Schade. Trotzdem gut gespielt. Oh, und da ist Fox gar nicht in der besten Situation. Doch, kommt wieder raus. Langsamste Nähe aller Zeiten. Und tot. Nein. Alter, die DI ist crazy. Yes! Geiler Wave Dash. Okay. 115% Unterschied und daraus wird ein ganzer Stack Unterschied. Warum? Weil wir gegen die guten Spieler und für die schlechten Spieler sind? Das ist gutes Commentating. Nice. Banane steckt ein bisschen fest auf der Plattform. Aber umgekehrt ist das auch so. Oh, die Tilt sind sick. Schaut uns an Vorteil again. Oh, kommt er wieder hoch? Oh, die scheint richtig. Aber kommt bis auf die Seite. Oh, und das ist SD und das macht es even. Und das ist richtig interessant, weil das ist Tournament Stock für Maxi potenziell. Und wird von der Abigail und da riecht der Bananenhai das Blut im Wasser, aber der Upsmash klärt es. Wir sind bei 2-2. Holy fuck, Alter. Wir sind close. Und wie hast du gespielt? Game. Ich hab 3-0. Das war leider, ne? Ja. Banane einfach zwei Games mit drei Stocks geholt, man. Also drei Stock-Vorsprung, wenn ich das. Also, Free Stocks. Ja. Crazy. Ja. Und Fun of Dreams, das ist die Classic Samus-Shot. Okay. Nice, nicht genau gesehen mit dem Rollback, was da passiert ist. Okay, gute Abi. Out of trouble. Und ich glaube, Banana hat auch wieder ein bisschen, er ist auch wieder hot. Du merkst gerade, dass der Reset beiden Leuten so ein bisschen Energie gegeben hat. Ja, klar. Oh, den Fox-Forward, ja, für den nice Shield. Und da catch den Jump. Schade. Das ist der Pat mit dem Maxi-Schein-Up-Smash. Und der erste Stock geht an den Fuchs. Okay. Durch die Plattform gedroppt. Nice, wieder offstage. Jawohl, der Upsmash covered am Tilt. Und wieder. Und diesmal. Oh, warum? Diesmal Edge gerade der wieder nicht. Diesmal Edge gerade der. Ausnahmsweise nicht. Okay. Also, dieses Game ist richtig knapp, da ist noch alles drin. Schöne Jazz, jawohl, bisschen delayed. Nervenlang gedacht. Oh, der Charge schon richtig knapp. Ah, du musst noch Geiler Smash. Du musst noch Sub vergessen.
Tufkap hat mir die Hüfte. Achso, Tufkap, danke für den Sub, Alter. Das ist echt krass. Ohne dass er sieht. Und da ist Banane vorne mit dem ersten Song. Geht das Mikrofon wieder? Keine Ahnung. Oh, das könnte sogar richtig schnell auch ein zweiter Song werden. Ja. Yes, let's go! Banane, okay. 3 Stocks gegen 1. Maxi in seinem letzten Tournament-Stock. Der Schadshot von Offstage. Richtig frech. Kann er da rauskommen? Oh. Das ist der Fußmisch. Herzsprung. Kein Ding. Okay, Banane mit den Suicide-Moves in letzter Zeit immer wieder Offstage gegangen, um den Fox. Das könnte es schon wieder sein, Alter. Kann er das? Okay, ja, Maxi, guter Sweet Spot. Lässt sich gar nicht von den Raketen beeindrucken. Ja, okay, ich kann nicht fahren, Maxi gegen Maxi auch in so einem Szenario und da hat das fast noch gemacht. Also, 3 Stocks sind wirklich eine Menge, da kämpft man nicht lang gegen. Ey, Fox macht hier und da gerne mal ein paar Tilts nacheinander und dann geht's richtig ab. Also da machen wir jetzt mal keine Sorgen, Maxi. Das ist recht, wir sind hier immer zwei. Noch drin. Oh, ja, Mann, da war gegen das faule Edgeguard. Ja, da hat er drauf gebrochen. Das ist spezial, so war das gegen Alex beendet. What? Phantom Bros? Könnte sein. Und schon wieder faules Edgeguard und dann lässt er sich Südwest-Ledge-Dashen. Oh, das ist sein. Holy fuck, und Banane holt sich. Der Upset. Der Banane, wir müssen dann direkt weiter. Des Tages. Du kannst mal kurz Pause machen. 3-2. Ja, Banane über Löffel. Und per Transitivität nach vor 2-3 Wochen, als Le Fruzzi Matches geholt hat gegen Konstantin. Auch jetzt confirmed Banane besser als Konstantin.